Freunde, hallo, willkommen zurück zu Icarus. Es gab ein Update und neben der tatsächlichen Arbeit und ich glaube auch dem Erfolg daran, dass es hier weniger ruckelt, das haben die ganz nett erklärt in den Patchnotes, gibt es ein paar neue Sachen. Zum einen, und ich habe es schon gebaut, eine Windkraftanlage, die ist nicht sonderlich teuer. Wir können hier mal schauen, im Fabrikator kann man sehen, was man dafür benötigt. Gut, ich sage, es ist nicht besonders teuer, weil ich das meiste davon schon hatte. Aber hier könnt ihr es sehen. Eine Windkraftanlage ermöglicht 1750 Strom. Und das Allerbeste aber, liebe Leute. Und ich habe erst gemerkt, wie schön es ist, als es da war. Wir haben ein neues Symbol für Baumharz. Hier tatsächlich ein Ast mit Baumharz. Und das gleiche für Epoxid. Ich muss mal eben schauen, habe ich das hier irgendwo noch zu lagern? Hier, bei mir. Schaut mal da. So ein kleiner Topf mit Epoxid. Wesentlich besser als zwei graue Säcke, wovon man nichts richtig lesen konnte. Wundervoll. Es gibt eine neue Tür. Also die gibt es in diesem DLC. Die habe ich jetzt einfach nur mal eben gebaut. Eine Stahlgittertür. Mit schönem Geräusch. Und jetzt würde ich sagen, stellen wir diese Windkraftanlage mal irgendwo auf. Am liebsten wären wir ja eigentlich da oben drauf. Allerdings schätze ich fast, dass das ungültiger Standort. Zu hoch, zu steil. Oh, kleinen Moment. Tschu! Wir stellen es auch erstmal nur auf. Ich glaube, wir brauchen das noch gar nicht. Hallo. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Nicht da, da. So, jetzt haben wir das Ding. Das ist der Bereich, der frei sein muss dafür. Eine rudimentäre Windkraftanlage, die Strom für ihre Arbeit erzeugt. Active. Brauche ich natürlich ein Kabel. Also ich habe das Kabel schon, aber das muss ich dann nach drinnen verbinden. Aber da haben wir es. Frisch vom Hafen. Eine Windkraftanlage. Sehr schön. So, das schließen wir mal eben. Zudem, wie ihr seht, habe ich hier die Schmiede gebaut. Die kann ich hier nur jetzt noch nicht aufbauen, weil hier überhaupt kein Platz ist. Ich meine, im Grunde ersetzt die den Amboss. Und ich brauche allerdings die Schmiede, um beispielsweise ein Platinmesser herzustellen. Und das hätte ich ganz gern. Ansonsten brauchen wir erinnern uns, für den elektrischen Hochofen und dafür reicht eine Windanlage leider nicht. Also ist die Überlegung, noch eine zweite zu machen und nur dadurch diesen Hochofen zu versorgen. Aber wir gucken mal. So, Beton ist ebenfalls fertig. Das kann hier rüber. Uns fehlen jetzt noch die Platinen und für die Platinen fehlen uns richtig Kupferdraht. Das bedeutet, das hauen wir einmal weg. Wir, warte mal, brauchen wir Epoxid dafür? Genau. Wir hauen Epoxid da drüben rein und schaffen so ein bisschen Platz. Die Schmiede können wir ja erstmal aufstellen, damit sie nicht bei mir im Mustrau... Ach ja, ach warte mal. Ach so. Das habe ich ja ganz vergessen. Muss draußen platziert werden. Stimmt, ich erinnere mich. Dann machen wir es erstmal da, damit das nicht in meinem Inventar vergammelt. Und hier unten müssen wir mal schauen, da ist das Platinmesser. Das habe ich gerade erst freigeschaltet, das hätte ich natürlich ganz gern. So, dann würde ich sagen, die Spitzhacke ist repariert. Wir ziehen einmal los und schauen, dass wir Kupfer und auch Eisen bekommen und natürlich alles weitere. Und später werden wir sowieso nochmal Titan besorgen müssen. Also es gibt jede Menge zu tun. Ich würde sagen, wir gehen dafür einmal hier ins Sumpfgebiet. Da haben wir ja schon mehrere Höhlen ausfindig gemacht. Schauen wir mal. Hui! Und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht schon jegliche Form von Kupfer mitgenommen habe. Ob in Barrenform oder Erzform. Ich
schau mal eben auf die Karte. Hier drüben haben wir noch einen ganzen Bereich, den ich gar nicht kenne. Das bedeutet, da gehen wir einmal hin, um sicherzustellen. Oh. Gleich hier drüben irgendwo. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Da vorne, glaube ich. Oh, keine Pfeile. Na, dann schießen wir halt. Obwohl, den können wir eigentlich leben lassen, ne? Das ist nicht so wichtig. Ich glaube, der ist mehr oder weniger friedlich. So, schauen wir mal. Hier gibt es ein bisschen was, sehr schön. Da kommt noch einer. Und auch gar nicht mal so wenig. Ja, ich nehme, glaube ich, diese Spitzhacke, denn die Barren wiegen weniger und dadurch kann ich auch schon direkt mit der Produktion der Drähte anfangen. Sehr gut. Ich denke, wir können die gesamte Höhle hier leer räumen. Genau, und das, was ich gerade sagte mit dem Ruckeln, dass sie das verbessert haben, das haben die echt ganz gut erklärt. Also ich selbst wusste auch nicht genau, womit das zusammenhängt und so. Die haben das Beispiel genommen, man ist bei der Bank und es ist nur ein Schalter offen bei der Bank. Und es müssen mehrere Kunden aber bedient werden. Und die Erklärung ist quasi, warte mal kurz, so. Das ist jetzt zu Multithreading hinübergegangen worden ist oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie das vonstatten geht, aber im Grunde ist die Erklärung, nicht nur ein Schalter ist offen, sondern mehrere Schalter sind offen. Das heißt, mehrere Prozesse können gleichzeitig bearbeitet werden. Und es gibt einen, der sich nur um, und da haben sie es in Formulare gesagt, also wenn ein Bankkunde Formulare ausfüllen muss oder so. Das heißt, alles ist jetzt ein bisschen besser aufgeteilt und mehrere Prozesse können gleichzeitig gemacht werden. Ich habe das auch gemerkt, als ich das Spiel gestartet habe und hier gespawnt bin. Da hatte ich in den letzten Folgen, seitdem es draußen ist, immer so um die 40, 50 Frames für die ersten 30, 40 Sekunden. Und jetzt war es sofort bei 80, 90 Frames. Also da merkt man auf jeden Fall, und es ruckelt auch weniger, zumindest in dem Biom, wo ich wohne. Also wer weiß, wie das später ist, aber es scheint einen Unterschied gemacht zu haben. Und hoffentlich behalten die das bei. Wenn auch neue Sachen hinzukommen. Und es wird demnächst neue Reittiere geben. Zumindest auf dem Bild habe ich eins gesehen. Das ist so ein Pferd. Und damit fährt man dann, das kann man dann hier zähmen und das sah schon echt cool aus. Ich bin wirklich gespannt. Aber ja, am meisten habe ich mich tatsächlich über die neuen Symbole für Epoxid und Baumharz, darüber habe ich mich am meisten gefreut, weil also immer nur diese beiden grauen Säcke da zu sehen und zu denken, so, was ist denn was jetzt davon und so, das ist einfach jetzt wesentlich klarer. So, wir schauen mal kurz. Wir haben da drüben noch Platin. Hier haben wir noch Kupfer. Jetzt hat er schon wieder eine Lungenentzündung. Das hält ja nicht so lang, das Zeug hier. Okay.
Okay, das ist nur noch Eisen. Da oben sind doch schon wieder voll beladen. Sehr schön. Das hat sich schon mal gelohnt. Das bedeutet, die Kupferdrähte sollten wir jetzt fertig bekommen, um ein paar mehr Platinen bauen zu können. Es fehlen so 26, glaube ich, jetzt. Denn für die Windkraftanlage brauchte ich 6, glaube ich. Das heißt, es ist jetzt wieder ein bisschen mehr geworden. Aber also in jedem Fall musste ich welche herstellen. Also hat das jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Und ich wollte ganz gern die Windkraftanlage dazu holen. Um hier nochmal so ein bisschen extra Strom zu haben. Der tatsächlich, und ich weiß nicht, inwiefern das so wie das Solarpanel ist, dass die Sonne scheinen muss oder dass es windig sein muss oder ob es irgendwie die ganze Zeit quasi als windig zählt. Das weiß ich nicht. Da müssen wir mal schauen. In Bewegung ist es ja nun mal die ganze Zeit. Aber es sorgt ja auch für die gleiche Menge Strom die ganze Zeit. Also, ja, es dreht sich. Also das scheint hier schon windig genug zu sein quasi. Bin ich mit einverstanden? So, es geht rein. Wir können die schon mal reinhauen und die Kupferdrähte herstellen. Und auch noch ein paar Golddrähte. Dann würde ich sagen, hauen wir hier drüben Kupfer rein, aktivieren das Ganze und hier drüben kommt Gold und Eisen. Und Platin. Sehr gut. Genau, so. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen Aluminium. Das ist okay. Hier haben wir Glas. Hier ebenfalls. Das kam durch den Abbau von Siliziumoxid mit der Obsidian-Spitzhacke. Da entsteht dann automatisch Glas. Sehr schön. So, schauen wir mal rein. Wir haben Epoxid, wir haben organisches Harz, wir haben ein bisschen... Was ist das denn hier? Ein Haar? Hallo? Faul! Kupferdraht, Golddraht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist irgendwo ein Haar. Hier ist es. Ich hab's. Alles gut. Wer hat denn auch lange Haare heutzutage? So, ja, mach die mal. Das sind jetzt nur die 10. Aber ein bisschen Kupferdraht kommt hier noch dazu. Ein bisschen Gold wäre natürlich nicht schlecht. Achso, jetzt haben die sich verschoben hier. So, 10 sind dazugekommen. Die können wir gleich mal hier drüben reinhauen. Da haben wir es. Oh, es fehlen nur noch 14. Das ist doch schön. Zeig mal hier, ja, Kupferdraht. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ohne Ende Kupfer. Und dann haben wir den elektrischen Hochofen, den schließen wir dann gleich an den Strom an. Und damit können wir dann diese komischen Kompositfasern herstellen. Noch 8. Ja, schauen wir mal. Und Titan brauchen wir in jedem Fall auch noch. Ich erinnere mich, dass wir da diese Platten herstellen müssen.
das ist... 1, 2, 3. Die hauen wir hier drüben rein. 5 fehlen noch. Das könnten wir eigentlich jetzt noch hinkriegen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Vom Golddraht her auf jeden Fall. Kupferdraht brauchen wir ein bisschen. Und alles weitere passt soweit. Das heißt, wir warten jetzt einmal kurz. Wir können noch mal kurz in den Technikbaum schauen. Und da können wir sehen... Warte mal, wo war das Ding? Das war auf der 4. Da haben wir die Windkraftanlage. Finde ich gut. Wie viel produziert denn das Wasserrad? Oh, gar nicht schlecht. 2000. Aber auch 10 Platinen. Okay. So. Schauen wir mal, 5 brauchen wir noch. Ja, na klar. So, jetzt hätten wir es. Sehr schön. Leider nur einen. Den haben wir. Super. So. Der benötigt wie viel Strom? 2500. Das Ding hat 5000, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Das bedeutet, das deaktivieren wir mal kurz. Das nehmen wir raus. Denn ich glaube... Der sollte da eigentlich hinpassen. Ja, wunderschön. Müssen wir mal schauen. Nee, nee, genau, das wollte ich vermeiden. So ist okay. So, damit ist das verbunden. Das können wir uns sparen. Sehr gut. Wir werfen das an. Das hier ebenfalls. Schön, schön. So, Kupfer hauen wir mal hier rüber. Da machen wir auf jeden Fall sofort wieder Kupferdraht raus. Und hier können wir ja ein bisschen was einlagern. Super. So. Das kommt dahin. Hier haben wir auch nochmal Aluminium. Obwohl, ja, Aluminium brauchen wir fürs... War das organisches Harz? Ne, die Dinger hier, ne? Ja, genau. Lass die ruhig mal da. Und hier hauen wir die Platinen rein. So, kommen wir zum Wesentlichen, weshalb wir den ganzen Quatsch hier eigentlich gemacht haben. Wir brauchen Kompositpaste, um die Fasern herzustellen. Zack. Das ist einfach nur so und ist zu 1. Okay. So, wir erinnern uns, der eigentliche Grund des gesamten Theaters hier ist dieses Ding. So, die Kompositfasern sind jetzt abgedeckt. Wir brauchen noch 18 Golddrähte. Die haben wir hier. Das kommt rüber. Platinblech, genau, dafür brauchten wir noch mehr Platin. Könnte sein, dass das hier schon fertig ist, genau. Warte mal, wird das Blech... Das war hier drüben. Warte
mal, 28 werden hergestellt. Wie viel brauche ich? Ja, schade. 50 fehlen noch und Titan brauchen wir in jedem Fall und natürlich Kupferdraht. Denn ohne Kupferdraht geht hier nichts. Das hätten wir. Wir brauchen noch 5 Platinen. Ja, komm, machen wir jetzt hier richtig. So. Und hier fehlt wieder Kupferdraht. Das heißt, wir müssen in jedem Fall nochmal losziehen. Außer aber, das reicht. Sehr schön. Die werden hergestellt. Das freut mich natürlich. Wir haben doch noch ein bisschen ja, organisches Harz. Haben wir davon noch was übrig? Na wunderbar. Super, das hätten wir auch. Vielen Dank. Das ist fertig. Platin und Titan ist das, was uns jetzt noch fehlt. Die Kompositfasern arbeiten im Hintergrund. Die können wir hier schon mal reinhauen, dann haben wir schon mal ein bisschen was davon. Okay. Es ist mitten in der Nacht. Ich würde vorschlagen, wir legen uns hin. So, das kann ja in der Zwischenzeit arbeiten, nur falls ich das mal vergessen sollte, auszuschalten, dann haben wir wenigstens ein bisschen Ersatz hier an der Stelle. Das ist da drüben, ne? Na. Okay, es bleibt uns nicht anderes übrig, als nochmal hier hoch zu müssen. Ich würde fast sagen, wir nehmen irgendwas mit, womit wir eine kleine Brücke bauen können, damit wir hier über diesen Lavasee können. Und dann hier hinten in die Ecke, denn die Höhlen habe ich zum Großteil schon zumindest von Titan befreit und auch nur die, die ich da tatsächlich entdeckt habe, aber hier war auch dann Ende. Das heißt, der einzig andere Weg führt hier runter. Dann schauen wir mal, dass wir hier so einen Steinboden, oder? Das sollte doch eigentlich reichen. Wir können natürlich auch das nehmen. Ja, nimm mal 8. Das reicht vielleicht. Dann machen wir noch ein paar Leitern. Falls wir irgendwie in ein Gebiet kommen, wo weit oben Titan ist oder so, oder wir irgendwo festhängen. Ich denke fast, das sollte sogar... Wir machen es mal so. Wir nehmen mal ein bisschen was mit und schauen mal, wie es passt. Verstärkte Leiter, Holzleiter, ja, das reicht, glaube ich.
So, wir schauen einmal nach. Wir haben Munition, wir haben diese Spitzhacke, wir haben aber auch diese. Die Fasern können wieder zurück. Auch die Schaufel kann weg. Ja, keine Ahnung. Ich behalte das lieber bei mir, aber irgendwie auch nicht. Und auch das kann vielleicht erstmal weg. So, das arbeitet noch. Das kann ruhig arbeiten. Und damit sind wir durch. Und ich würde sagen, wir ziehen einmal los. Schauen mal eben. Ja. Machen wir so. Schauen wir mal, ob der uns bemerkt. Leider ja. Ja, also jetzt die Strecke hier ruckelt wesentlich weniger. Wenn ich an die gestrige Folge denke, da war es ja wirklich sehr heftig. Ich habe aber auch den Eindruck, je länger man sich in einem Biom aufhält, desto besser ist die Performance. Und hier bin ich ja nun mal die ganze Zeit. Wir schauen mal, was das Sumpfgebiet sagt. Aber ja, das macht einen wesentlich besseren Eindruck. Hier und da immer noch ein bisschen, aber nichts im Vergleich zu vorher. Das geht wirklich absolut klar. Und das Gute ist, wir können da jetzt einfach hinrennen, denn wir haben das Gebiet bereits gesehen. Und bis zu diesem Lavasee kennen wir es schon. Das heißt, wir gehen direkt dahin, schauen, dass wir rüberkommen und dann eine gute Höhle finden. Und möglichst viel Titan in erster Linie. Ich habe den Eindruck, Platin finde ich auch ganz gut im Sumpfgebiet und so. Das nehme ich jetzt natürlich auch mit. Aber diese beiden Dinge haben Priorität und dann natürlich noch Kupfer, denn Kupfer brauchen wir für alles. Denn alles braucht eine Platine. Wir schauen nochmal rauf, das ist genau richtig. Wir können hier mal schauen, ob wir hier noch ein paar Beeren oder sowas finden. Was haben wir denn hier? Ein paar Tomätchen. So. Da geht's durch. Wir erinnern uns, da kann man schon vorher so ein bisschen runter, sollte man auch, weil man ansonsten auf diesem Plateau steht. Kommt hier einer? Nee. Na, jetzt kommen wir gleich in ein neues Gebiet. Mal schauen, wie es dann mit dem Ruckeln ist. So, und gestern habe ich die Folge ja beendet auf dem Rückweg, weil das noch ein recht weiter Weg war. Und tatsächlich hier vorne kommt gleich eine Stelle mit so einem ganz kleinen Wasserfall. Da kommt man so nicht rauf. Da musste ich erstmal noch Bäume fällen und schauen, dass ich da zwei Rampen hinstelle, damit ich da irgendwie hochkomme. Oder ich habe den Weg nach oben nicht gefunden, aber es kam dann natürlich auch ein Sturm und alles. Also, wenn es einen erwischt, dann so richtig. Wir gucken mal gerade. Ob die Rampen noch da sind, müsste eigentlich, weil ich bin dann direkt weitergezogen. Und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das komplett zerstört worden ist. Ja, da sind sie. Sehr gut. Dann reparieren wir die mal eben, dann sind sie nachher nicht kaputt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal eben, ob wir vielleicht irgendwo auf die Schnelle eine Höhle finden, in der wir Unterschlupf finden. Hui. Oh.
Hier scheint es gar nichts zu geben. Der Sturm scheint auch vorüber zu sein. Waren das nicht Sumpfböen? Also stört mich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber sehr verwunderlich. Und Lehm natürlich, Leute. Wir wollen die Hütte schöner machen. Wir wollen, dass meine Pizzeria so richtig gut aussieht. Aber ich kann jetzt das Inventar nicht mit Lehm vollhauen, zumal ich bei mir direkt um die Ecke gleich ein Sumpfgebiet habe. Das wäre jetzt ein bisschen Quatsch. Aber wir schauen einmal auf die Karte, wo wir dann genau hin müssen. So ein bisschen nach da hinten. Okay. Genau, es ist auch nach dem Fundort für Sojabohnen gefragt worden. Der ist tatsächlich hier im Sumpfgebiet, also im Vulkangebiet. Das habe ich ja in der letzten oder vorletzten Folge gefunden. Aber ja, ich glaube, ich bin kein Freund davon, dass nur ein bestimmtes Gebiet Erze hat, wie Titan und so. Das ist, also von mir aus können sie es selten machen und man weiß dann sicher, dass im Vulkangebiet welche sind, aber dass man da unbedingt hin muss und diese ganze Reise auf sich nehmen muss, um ein bisschen Titan zu bekommen, weiß ich nicht. Finde ich nicht ideal. Was ist das da? Das ist ein Blueberg, oder? Ach nee, das ist so ein Stelzer. Was ist das denn? Was hast du für mich, kleiner Freund? Kristallisierter Eiter. Wir nehmen mal ein paar Knochen mit. Vielen Dank. Oh. Natürlich auch am ganz anderen Ende vom Sumpfgebiet. Aber wir kommen da hin. Dann, wie gesagt, bauen wir so eine kleine Brücke rüber. Ich glaube, die gesamte Breite des Sees wäre so nicht möglich. Zumindest nicht ohne diese Balken. Die habe ich ja auch dabei. Aber ich glaube, es gibt so eine kleine Mittelinsel. Auf die können wir dann erstmal und dann komplett rüber. Wir müssen ja auch zurückkommen. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass das tatsächlich da auch die Hitze aushält und so. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat. Aber wäre natürlich ärgerlich, wenn ich da einen Weg hinfinde, aber dann nicht wieder zurück. Denn ich bin nicht sicher, ob ich hier unten wieder zurückkomme. Kann natürlich sein, dass es hier unten einen Übergang gibt, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Wäre eigentlich an sich schon ganz cool, wenn man hier mehrere Zugänge hätte. Hier haben wir noch jede Menge Lehm. Bin ich mal gespannt, wie das Vulkangebiet jetzt mit diesen Grafikeinstellungen aussieht. Ich habe ja die Schatten wieder hochgedreht von niedrig auf hoch, weshalb es hier auch jetzt so neblig ist. Aber damit finde ich mich jetzt einfach ab und bin gespannt, wie es da im Höhlengebiet, im Vulkangebiet aussieht. Und die Höhlen sind jetzt natürlich wieder dunkel. Also die waren ja besser ausgeleuchtet als ein Ikea. Jetzt gucken wir mal. Ich habe auf den Bildern, als die ersten Bilder rauskamen, gesehen, dass man hier auf so einem gigantischen Stamm stehen konnte. Also ein wirklich riesiger Baum. Ich weiß nicht, ob das die hier waren. Da vorne sind wir schon. Die Drifter können wir ein bisschen links liegen lassen. Oder rechts in dem Fall. Ah, das ist schon cool. Erinnert mich so ein bisschen vom Sound auch an Krieg der Welten. Also die Neuauflage von Steven Spielberg. Hallo. Das klingt sehr ähnlich.
diesen dröhnenden Alarmsound, den sie von sich gegeben haben. Ist das hier alles nachgewachsen? Nee. Aua! So, da wären wir auch schon. Genau, der ist ein bisschen aggro. Aber es hält sich noch in Grenzen. Hier haben wir Obsidian. Okay. Da haben wir einen Steinkiefer. Ja, hier sieht es tatsächlich ein bisschen atmosphärischer aus durch so ein bisschen Nebel, aber hier ist das auch wirklich sehr reduziert eingesetzt. Also hier hat das wirklich so eine Atmosphäre. Das sieht hier ein bisschen besser aus als in den anderen Gebieten. Ist alles gut. So, hier ist der See. Das haben wir gleich gesehen. Schauen wir mal. Hier ist es verdammt heiß. Da drüben ist diese Mittelinsel. Jetzt schauen wir mal, ob das genügt. Das könnte fast ein bisschen knapp werden. Denn ich weiß nicht, wie viel... Ja, das könnte aber okay sein. Oh, das reicht nicht. Das Einzige, woran ich nicht gedacht habe, ist, den Hammer zu reparieren. Oh, komm. So, wir schauen mal, ob ich hier realistisch rüberkomme. Ah ja, ich bin schon drüben. Ja, sehr schön. Dann passt das so. Kurz rein dippen ist nicht schlimm, weil dann verbrennt man sich halt ein bisschen, aber das macht nichts. Hier haben wir auf jeden Fall Höhlen. Genau, da hinten war die eine. Die eine oder keine. Das war nichts. So, dann schauen wir mal eben. Was ist das hier? Mittelhoher Baum. Klingt so, als würde ein Sturm aufziehen. So, wir haben Schwefel, wir haben noch mehr Drifter. Oh, da kommt was. Okay, die kämpfen. Da hinten. Eieiei, das sind aber verdammt viele hier. Meine Rüstung müsste auch repariert werden. Ist das da eine Höhle? Das sieht doch sehr stark nach einer Höhle aus hier. Ne, wir nehmen die.
Holla. Komm mal raus. Bisher nur Eisen und Gold. Aluminium, Platin, das ist doch schon mal was. Hier ist Titan, sehr schön. So, ein bisschen Aluminium. Auch da nur Aluminium. Okay, da oben. Muss ich mal schauen, wie ich das mit der Leiter mache. Ich schätze auch mal, dass zwei Leitern nicht reichen werden. Wir haben draußen ein paar Bäume, so ist nicht. Ich glaube, die Leitern können nicht freistehend sein. Und selbst wenn, würden zwei halt auch nicht reichen. Ne? Das ist das halt. Zeig mal her. Ach nee, das geht. Warte mal. Das bringt mir nur nichts. Oder? Ich brauche ein bisschen Holz. Aber können ja schon mal mitnehmen, was passt. Aluminium, ja, komm. Haben wir wenigstens was. Da oben ist noch mehr Titan. Hier haben wir noch mehr Platin. Ja, das ist also das, was ich hier jetzt allein schon gefunden habe, sollte schon reichen für das, was wir bauen sollen. Dieses Kommunikationsgerät. Jetzt sind wir bei 97 Titanerz. Wir haben da noch ein bisschen Gold. Das ist natürlich die Frage, lohnt sich das jetzt, diesen einen Klumpen da oben noch abzubauen oder nicht? Schauen mal, ob wir hier denn wir dürfen nicht vergessen, für das bessere Gewehr brauche ich ebenfalls Titan. Ich glaube 40 Titanblöcke. Das werde ich auch mit diesem Schwung noch nicht abfrühstücken können, aber so ein Anfang ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Nur baummäßig wird es hier langsam ein bisschen knapp. Ansonsten gibt es hier irgendwo Stein. Das hier sieht nach abbaubarem Stein aus, hier vorne. Dann machen wir das mal eben so. Dann probiere ich das mal eben so. Ansonsten, dann bleibt der eine halt da oben. Dann ist es halt so. Dann ziehen wir weiter und dann finde ich lieber nochmal eine andere Höhle und habe dann 3, 4 Klumpen da, anstatt jetzt hier irgendwie mich wegen einem kaputt zu machen. Wir haben ja so an die 100 jetzt. Das sollte eigentlich ganz gut reichen. Aber ich will es nicht unversucht lassen. Und hier haben wir auch noch Platin und Aluminium drin. So, wir schauen mal kurz. Wir stellen her. Mach das mal. Die kann man ja ganz gut stapeln.
und benötigen keinerlei Leder oder Fasern oder irgendwas. Gib mir das mal. So. Dann haben wir die Leiter. Und jetzt ist die Frage, können wir das hier oben... Nee, schade. Ich hätte gedacht, so spiellogikmäßig kann man das hier oben irgendwo hinstellen, aber leider... Ja, warte mal, das könnte aber was werden. So. Dann direkt hier vorne hin. Und da nochmal on top. So nämlich. Und dann sollte sogar vielleicht eine Leiter reichen. Ja, ist ein bisschen verschoben. Aber ich denke, das reicht. Nicht fallen. Das ist schon okay. Nehmen wir das mal mit. Die andere fällt hoffentlich. Danke. Dann nehmen wir noch mit, was hier so zu finden ist. Ach so, gewichtmäßig wird es jetzt schwierig wegen dem Quatsch hier. Aber hier gibt es kein Kupfer, oder? Ach doch, ein bisschen haben wir was gefunden. Da haben wir noch ein bisschen Aluminium. Schade. Genau, Platin ebenfalls. Davon sogar gern noch mehr. Muss mal schauen. Das ist auch nur Eisen. Hm. Na. Ah. Ja, also Gold haben wir da noch. Jetzt sei doch nicht so. Spring doch rauf. Hopp. Okay, das soll erstmal genügen. Hier haben wir kein Platin mehr. Ich habe lieber noch ein bisschen Platz frei, falls wir da vorne jetzt noch was finden. Und ich muss die Laterne ein bisschen schonen. Da drüben ist doch schon die nächste, wenn ich das richtig sehe. Was ist das da? Hau mal ab.
Na, irgendwo hänge ich hier noch. Da haben wir es. Stein raus, Licht an, Waffe raus. Platin, Titan, Gold, Wurm. Kupfer, sehr schön. Am ehesten würde ich, glaube ich, Aluminium dann hier lassen, falls ich keinen Platz mehr haben sollte. Sehr gut. Platin, Platin, Kupfer. In erster Linie Titan. Das ist selten, das ist selten. Platin. Wir haben doch schon Titan gesehen. Hier. Ich glaube, die Leiter ist ja auch nicht so unbedingt hilfreich. Schau mal. Ja, vielleicht doch. Vielleicht doch nicht. Hallo? So, 176. Das sollte jetzt eigentlich schon ganz gut sein. Ich schau mal, dass ich auf jeden Fall noch Kupfer mitnehme. Haben wir noch Steine dabei? Nee, ne? Das sieht gut aus. Okay. Na? Ja, Platin dann auf jeden Fall noch. Das war's schon wieder an Titan. Haben wir noch Gold? Da können wir gleich drüber nachdenken, wenn wir ein bisschen Plitan oder Platin mitgenommen haben. Hier noch mehr Kupfer. Kohle, noch mehr Gold. Gute Höhle auf jeden Fall. Na? Egal. Ich schätze mal, dass das reicht. Nehmen wir lieber noch ein bisschen Gold. Gold mit. Super. So, das war doch sehr erfolgreich, wie ich finde. Wir haben hier auf jeden Fall noch... Ah. Nee, mehr geht nicht. Titan, Kupfer, Platin, das brauche ich. Gold ebenfalls. Aluminium kann dann am ehesten raus. Wäre natürlich sinnvoll gewesen, hier Kupfer mit der anderen Spitzhacke abzubauen. Aber gut, so ist es jetzt. Was sagt die Karte?
Wir wollen schon wissen, was da hinten ist, oder? Oh, warte mal, da darf ich nicht lang. Also zwei Höhlen direkt beieinander. Das sagt der Scanner. Uhr. Das sind doch die Sojabohnen hier, oder? Ja, genau, die Dinger. Was haben wir hier? Wilder Ginster. Okay, da hinten. Ich habe, wie gesagt, keinen Platz mehr, aber ich schaue jetzt mal, wo das Gebiet hier hinführt. Es ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass hier hinten auf jeden Fall viel zu finden ist und man hier relativ gut durchkommt. Wie gesagt, ich schätze, wenn man einfach so mal eben schnell übers Lava rennt, dann brennt man halt kurz, aber ich denke nicht, dass einen das tötet. Und das sieht echt cool aus hier. Cool genug für ein Bild, ganz genau. Leute, hier. Das wollen wir doch sehen. Zack. Ich finde es ein bisschen schade, dass der von der Front her, dass das mit dem Glasvisier immer so ein bisschen bescheuert aussieht. Das ist einfach so ein schwarzer Klumpen und dann die Augenbrauen, die da so. Naja, gut. Komm. Wir haben ein schönes Bild. Hier haben wir eine weitere Höhle. Ich schaue noch mal kurz rein, um einen Eindruck zu bekommen. Hier haben wir noch mal Titan. Noch mal Platin. Sehr gut. Das könnte hier schon wieder ein Ende sein. Hey, hey, hey. Sagt die Map. Ah, das führt hier einmal wieder rüber. Wie komme ich da hin? Vielleicht hier unten, ne? Oh, hier scheint es aber nicht so warm zu sein. 40 Grad, das geht. Ein Hase. Sehr cool. So, wir rennen mal durch, mal schauen. Vielleicht ist das ja tatsächlich der kürzere Weg. Zumindest zu den drei Höhlen, die da sind. Ist hier noch eine? Ja, durchaus. Aber es wird doch allmählich dunkel. Das sieht gut aus.
Ja. Ja, es ist das komische Pokémon-Vieh. Was denn jetzt? Kein Platz mehr. Das hier? Hier, ne? Da haben wir auch noch eine. So, wir schauen mal eben auf die Karte. Das heißt, wenn wir hier durchkommen, direkt hier einmal rum und dann kommen wir auch in dieses Gebiet. Hier haben wir noch zwei recht volle Höhlen und eine mit auf jeden Fall noch Eisen. Das ist ja was. Und ich vermute mal, hier unten lang gibt es dann einen weiteren Durchgang in das Gebiet hier hinten. Oder aber vielleicht hier. Das sieht fast so ein bisschen danach aus. Vielleicht habe ich das übersehen. Aber wir haben, was wir wollten. Und vielleicht, wenn die Gaming-Götter gnädig sind, können wir jetzt diese Mission abschließen und dieses komische Ding bauen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier rauskommen und ich hoffe, dass die Rampen da noch sind. Wir sind hier jetzt doch recht nah am Ausgang quasi. Also am Übergang, besser gesagt. Ja, hier einmal rum und ein bisschen links halten. Adler. Stelzer, okay. Was haben wir da links? Schau mal rauf. Noch ein bisschen weiter links und dann kommen wir hier recht gut durch. Ja, genau. Und genau deshalb habe ich kein Leben mitgenommen, weil die Hoffnung war da, dass ich viel Titan und Platin finden werde. Und deshalb wäre es wirklich Quatsch gewesen, das abzubauen und dann irgendwo zu droppen, weil ich brauche das ja wirklich. Und deshalb war das schon die richtige Entscheidung. Gib Gas, mein Freund! Ist der Aggro? Nee, ne? Nee. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier hochkommen. Die Rampen sollten da eigentlich noch stehen. Ja. Was kommt jetzt? Wind. Eine Orkanböe zieht auf. Finde einen Unterschlupf. Eine Orkanböe? Das ist ja schon ein bisschen mehr, möchte ich meinen. Wir hauen ab.
Aber ich glaube, jetzt haben wir endlich alles zusammen, was wir brauchen für dieses Ding. Also, so sehr mich diese Sammel 15.000 mal das Mission ja bisher immer gestört haben, habe ich auch schon mal gesagt, das macht man jetzt nur noch einmal, so viel sammeln, um diese Werkbänke zu bauen und so. Und dann hat man das und kann damit arbeiten. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in so einem Spiel so eine langgezogene Mission zu machen und danach ist das alles verloren, was ja vorher der Fall war, dass man dann einfach alles nochmal von vorne machen musste, außer man hat dann halt mal eine bessere Axt oder sowas gehabt. Das ist halt einfach, also, ein Skandal. Und jetzt hat man seine Base, die ist immer da, die kann man schön machen, da kann man sich Zeit für nehmen und sagen, okay, jetzt bastel ich 2 Stunden irgendwie, besorge Lehm und mache hier so schöne Wände rein und sowas und mache alles groß genug, denn ich weiß ja, wie groß die Werkbänke sein werden, die ich tatsächlich nutzen werde. Und dann kann man Stück für Stück die Hütte schöner machen und eben auch Missionen machen und sowas. Und jetzt macht dieses ganze Anbauen und so einfach, finde ich, einen viel größeren Sinn, wenn man da nämlich quasi lebt und dann parallel dazu Missionen macht, hat das alles einen viel höheren Stellenwert, finde ich, als wenn das alles nur so, wofür braucht man so einen Küchentisch, wenn die Mission ist, bau einen Turm oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist so, warum sollte man sich da einrichten, um irgend so einen Mini-Bonus von irgendeiner Speise zu bekommen? So, nein, danke. Ist gut, ist gut. Ist doch schon vorbei. So, da unten ist es schon. Sehr schön. Wir hauen jetzt alles einmal in den Ofen. Und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir in der nächsten Folge das Ding hier beenden können. Und dann hoffentlich eine schöne neue Mission beginnen können. Und vor allem kann ich dann mit gefundenem Titan und so dafür sorgen, dass ich eine bessere Waffe bekomme und so weiter. Also dann kann man in die Richtung jetzt langsam denken. Weil bisher war alles nur, ah nee, warte mal, das brauche ich ja noch für die Werkbank und das ist dafür und so weiter. Aber jetzt sollte alles drin sein. So, jetzt schauen wir mal. Ja, steht ja nicht dran. Bin wieder zu Hause. Hallo? So, genau, das ist aus. Verschwenden wir keine Zeit, hauen wir direkt Titanerz rein. Und im Anschluss kann Platin rein. Hier, ja super, das sollte passen. Das sollte eigentlich passen. Und hier können wir alles weitere reinhauen. Super. Platinblech. Wir schauen noch mal rein. Platinblech fehlen noch 54 und da nur noch 7. Das heißt, wir brauchen 21 Blöcke. Das reicht. Ob das reicht? 5. Doch, das reicht. Okay. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Icarus. Bis dahin. Ciao.